Hallo Leute und willkommen zurück zu Harveys neuer Augen hier in der Prärie mit der kleinen Lilly und den komischen Kartoffeln. Ja, finde ich auch. Lieber Angelique, Kartoffeln trifft es sehr, sehr gut. Kartoffeln mit Augen. Wir können ja jetzt mit ihr reden und das machen wir nochmal. Mal gucken, ob das diesmal besser klappt. Mit der Miranja. Bist du das, Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... Hey! So, was haben wir das letzte Mal gesagt? Nee, ne, ich bin nicht tot. Dann sage ich diesmal, ja, ich bin tot. Da kommt der Psycho-HW wieder. Du sollst nicht lügen. Und das Verbot müssen wir jetzt irgendwie aufheben, oder was? Ach so, damit war es das dann auch schon wieder. Wie kriegen wir denn unsere Lüge hin? Okay. Also ich denke, das sollen wir hinkriegen mit dem Lügen. Vielleicht kriegen wir das ja dann hin mit dem Kartenspielen. Sheriff, da ging ja auch nicht zum Hinterhof nochmal. Der gibt uns aber auch keine Medizin. Wir haben nichts. Da bleibt uns ja eigentlich nur das Zocken, oder? Im Saloon. Ja, eigentlich schon. Prärie nochmal. Ja, hier war die Sonnenuhr und der Geier. Ja, dann gehe ich nochmal ins Westerndorf und gehe jetzt... Jetzt ist die Sonne ja woanders. Vielleicht können wir dann auch spielen oder so. Sektkübel, Zigarren. Kannst du die nehmen? Oder komme ich dann wieder zurück? Hey, die sind nur für Mitspieler. Ich bin ein Hund. Mayonnaiseglas? Ah, okay. Den Kaffee will ich nicht trinken. Was ist mit dem Sektkübel? Was war da nochmal? Lilly mochte die Kälte. Sie erinnerte sie an ihr Bett. Aha. Können wir die Mayonnaise darüber kippen? Da würde... Wozu also die Mühe? Der Text ging aber schnell weg. Nochmal bitte. Da würde... Wozu also die Mühe? Keine Ahnung, was da passiert, aber... Okay, Mayonnaise über die Zigarren. Finger weg! Die sind nicht dafür gedacht, dass du damit rumspielst. Die sind zum Pokern. Gehst du mit mir Gassi? Okay. Gut. Pokertisch? Können wir mit dem Pokerhund reden? Du kannst nicht mitspielen, hässliches Mädchen. Hey. Es sei denn, du hast deinen Einsatz dabei. Wieso? Wie hat der Hund? Okay, mein Einsatz ist die Mayonnaise. Was soll das sein? Doch nicht etwa dein Einsatz, oder? Doch. Wir spielen hier um richtige Geldbeträge. Also leg etwas Geld auf den Tisch oder zieh Leine. Ich ziehe gerne an der Leine. Dieser doofe Köter immer. Tja, finden wir denn mal irgendwie noch mehr? Kann ich hier noch irgendwas aufheben? Geh nochmal dahin. Vielleicht ist ja zu einer bestimmten Tageszeit der Sheriff da. Die Tür war fest verschlossen. Schade. Und wenn wir jetzt mal wieder Tag machen. Hier. Genau. Ist der Sheriff dann da? Mal gucken. Auch nicht. Die Tür war fest verschlossen. Schade. Können wir mit der Mayonnaise die Tür aufmachen? Die Tür. Schade. Mayonnaise. Mayonnaise, Mayonnaise. Okay, dann. Ja, hier können wir aber auch nichts machen. Können wir sie. Nee, wir müssen irgendwas mit der Mayonnaise machen können. Vielleicht mit ihm hier. Vielleicht weiß er ja Rat. Oh, Satteltasche. Vielleicht können wir da ja noch was finden. Mayonnaise da in die Satteltasche tun? Lilly war sich sicher, dass das keinen guten Proviant abgeben würde. Aber? Nix. Lilly hatte gehört, dass Mayonnaise in der Sonne schnell verdarb. Sie würde sie wohl schnell aufbrauchen müssen. Lilly wurde ein wenig schlecht bei dem Gedanken. Können wir vielleicht mit dem Geier dann was machen? Oder ihn, warte, ich frag ihn nochmal. Howdy nochmal. Howdy. Willst du mich wieder wegen meiner Miene löchern? Dann vergiss es. Ich verrate dir den Weg nicht. Oh Mann, oh.
Schamane? Guck mal, vielleicht kann er dazu noch was sagen. Wenn du den Schamanen suchst, halte nach Rauchzeichen Ausschau. Er kommuniziert irgendwie über diese Dinger. Ja, Friedhof und so hatten wir ja schon. Wendigo, Rizomine. Dann gehe ich jetzt nochmal in die Prärie mit meiner Mayonnaise. Was ist das? Rieche ich da etwa verdorbenes Fleisch? Dann putz dir mal die Zähne. Ja, aber er steht doch da voll drauf. Ist das dann nicht gut? Was ist... Ja, dann, weiß ich nicht. Ach, hier, die Rauchzeichen sollen wir wegen dem Schaman. Ich dachte, das wäre jetzt, da, wo die Kartoffeln sitzen. Na gut. Irgendwo am Horizont schien eine Donutfabrik Probleme mit ihrem Schornstein zu haben. Ja, aber waren wir dann jetzt da nicht schon? Wenn wir die Sonnenuhr drehen, dann sind die Rauchzeichen trotzdem da. Irgendwo. Kann der Geier da nicht irgendwas zu sagen? Mayonnaise. Sonnenuhr. Oh. Ah. Mhm. Ah, alles klar. Jetzt ist sie verdorben. Gammelige Mayonnaise. Lilly schaute sich um. Warum war nie jemand da, der einem etwas verbot, wenn man es am dringendsten brauchte? Oh nee. Oh Lilly. Oh, du bist schon ein bisschen... Oh Gott. Verdorbene Mayonnaise. Ein ganzes Glas verdorbene... Das ist doch voll die Magenvergiftung. Iu. Was ist das? Rieche ich da etwa verdorbenes Fleisch? Dann putz. Ja, die ganze Mayonnaise runtergekippt. Das ist schon ein bisschen widerlich. Wozu war das jetzt gut? Ist sie jetzt tot? Warum hat sie das jetzt gemacht? Kannst du da irgendwie jetzt wegen den Rauchzeichen nochmal... Howdy noch. Willst du mich dann wenn du... Er kommuniziert. Ja gut, dann haben wir ja da die Rauchzeichen gefunden. Was... Howdy, willst du... Nee, ich wollte mit dir doch gar nicht sappeln. Nee, ich will auch nicht die Prärie... Der Geier hat jetzt aber auch irgendwie nichts machen können. Ist der Kübel? Lilly, sie... Das Ding ist kalt. Können wir denn... Ich weiß nicht, wie ich den Kaffee trinke. Bin ich ja wieder zurück, oder? Komisch. Das verwirrt mich irgendwie. Warum? Normalerweise ist es doch so, dass wir dann das geschafft haben. Mit den Lügen und so. Naja, schon wieder. Aber was wird das? Du sollst und mit. Ja. Die sind doch. Gut, dann müssen wir wieder zurück. Aber ich habe ja auch eh nichts da. Ja, komm. Komm, mach hinne. Boogie. So. Wieder zurück? Was ist jetzt aber mit der Mayonnaise? Ist das jetzt alles irgendwie... Ich komme einfach wieder zurück, aber es ist, bleibt alles beim Alten. Ist jetzt keine Mayonnaise hier gewesen, ne? Das heißt, es ist alles, ja, noch beim Alten. Hm, Zigarren geht nicht, das geht nicht. Wisst du nicht, was ich jetzt hier noch machen kann? Ist hier irgendwas im Stuhl? Gut, wir haben die vergammelte Mayonnaise zu uns genommen. Tja. Mit dem Lügen geht ja auch irgendwie nicht. Huch, sag ja, ich bin im Limbus oder so. Hey. Aber da bringt doch die vergammelte Mayonnaise auch nichts, ne? Da kommt wieder der Harvey. Ja, ich muss das Verbot umgehen, oder du was? Du sollst... Verbote aufheben und so geht ja aber auch nicht hier in dieser Limbus-Welt. Irgendwie merkwürdigerweise leben die hier übrigens alle. Die kleinen Kartoffeln. Wohnen die hier alle? Und kommen dann aus dem Limbus immer rüber in unsere Welt und
Ach, ich bin ja krank. Mein Gott, sagt mir das doch mal einer hier. Ich bin ja jetzt krank, deswegen haben wir die Mayonnaise zu uns genommen. Jetzt, was soll das? Klar, jetzt kann er uns den Scheiß geben. Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin. Antifalten. Baba, Baba, ich bin krank. Und jetzt für alle komm und ja. Schmeckt. Ach du, nein. Du brauchst nicht unbedingt näher kommen. Es sei denn, du hast inzwischen eine ansteckende Krankheit bekommen. Aha. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheiten? Einen Tinnitus? Hepatitis? Gebärmutterkrebs? Ja, aber hallo! Was haben wir denn da? Ohohoho. Da hast du dir aber ganz was Besonderes eingefangen. Meinen Glückwunsch. Wie, dafür kriegen wir jetzt ein Taschentuch? Damit bist du auf jeden Fall qualifiziert, um eine Probe von Alkofix, dem Wunderschnaps, auszutesten. Um ehrlich zu sein, siehst du mir schon fast überqualifiziert aus. Dein Ausschlag ist so akut, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob er selbst mit Alkofix überhaupt noch heilbar ist. Bravo. Am besten nimmst du gleich die ganze Flasche mit. Sehr gut. Ja, wunderbar. Müssen wir es nicht kaufen? Nö, müssen wir nicht. Nein! Bleib hier. Nimm die Flasche. Ja, toll. Kommen Sie näher. Ach du Leib. Auch wenn du immer noch so aussiehst, als könntest du welche gebrauchen. Die Sachen, die ich jetzt noch habe, gibt es nur noch zu vollkommen gerechtfertigten Wucherpreisen. Oder auf Rezept. Alles klar. Wir haben jetzt aber... Oh, wir haben jetzt ein Taschentuch? Die roten Bröckchen im Taschentuch waren vielleicht ein Hinweis darauf, dass Lilly medizinische Hilfe brauchte. Okay, und dann die Medizin. Die Farbe der Flasche erinnerte Lilly an irgendwen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Hatte die Flasche gerade gesprochen? Mhm. Medizin. Können wir aber wieder nicht auf uns selber irgendwie anwenden? Ja, sorry, dass ich da jetzt nicht gerade gleich drauf gekommen bin, dass ich ja krank geworden bin mit Lilly und die ja jetzt das gemacht hat, damit sie die Arznei bekommen, habe ich ganz vergessen. Es liegt daran, dass ich im Moment ja nicht im Stück immer aufnehme. Medizin. Die ich wieder nicht an mir selber anwenden kann, oder? Können wir die einsetzen denn? Medizin, ist das ein Einsatz? Was soll das sein? Doch nicht etwa dein Einsatz, oder? Wir spielen hier um richtige Geldbeträge. Also leg etwas Geld auf den Tisch, oder zieh Leine. Ich ziehe gerne an der Leine. Ja, okay, Taschentuch? Gehen die dann alle weg? Was soll das sein? Doch nicht etwa... Taschentuch will auch keiner. Können wir das irgendwie alles hier versauen, den Sektkübel? Lilly war bereit. Sie brauchte jetzt nicht auch noch eine Erkältung. Ach so, ja. Medizin? In den Kaffee vielleicht, weil sie den ja trinkt? Was sagte man dazu? Offenbar wurde nicht alles besser durch Kaffee. Aha. So, wenn ich den jetzt trinke, dann ist der jetzt... Ist das jetzt drinne? Hat sie das jetzt reingetan oder nicht? Was sagte man dazu? Offenbar wurde nicht alles... Ich check's gerade nicht. Was soll das jetzt heißen? Wurde nicht alles besser? Ich glaube nicht, dass das jetzt geklappt hat. Weil wir wieder zurückkommen und damit, nee. Das Merkwürdige ist aber auch... Ja, ach komm, Harvey. Das Ding ist halt, dass das ja zwei verschiedene Verbote sind. Das eine ist, dass nicht lügen sollen bei der Miranja und das andere ist das mit dem Alkohol, ne? Vielleicht haben wir durch diese Aktion hier auch zwei Verbote irgendwie aufgehoben oder so. Ich weiß es nicht. Können wir zum Sheriff? Wegen dem Alkohol jetzt?
Die Tür war schade. Immer noch fest verschlossen. Nach hinten müssen wir eigentlich auch nicht. Ich stehe schon wieder auf dem Schlauch. Geh mal in die Prärie. Kann es der Geier hier helfen? Mit dem Taschentuch? Was ist das? Rieche ich da etwa verdorbenes Fleisch? Dann putz dir mal die Zähne. Die Sonnenuhr haben wir betätigt. Weiß ich nicht, ob das uns noch irgendwie was bringt. Können wir da was machen? Lilly wollte den Verursacher der Rauchzeichen auf sich aufmerksam machen. Aber wenn ihre Bemühungen auffielen, dann nur durch ihre Dummheit. Medizin für den Was Geier? Was ist das? Rieche ich da etwa verdorbenes Fleisch? Dann putz dir mal. Hätte ja sein können, weil der hat ja auch erzählt, dass es ihm immer voll schlecht geht oft, dass wir ihm damit helfen können oder so. Können wir das vielleicht da reintun? Lilly war sich sicher, dass... Was soll ich denn damit? Ich habe eine ganze Mine voller Gold. Wenn ich wollte, könnte ich mir gleich ein Dutzend davon aus Elfenbein schnitzen lassen. Okay, also willst du meine Medizin wahrscheinlich auch nicht. Was soll ich denn? Ich habe... Ja. Gibt's ja nicht. Was können wir denn noch machen? Und ihr geht's auch immer noch schlecht, oder wie, oder was? Die Farbe der Flasche erinnerte Lilly an irgendwen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Hatte die Flasche gerade gesprochen? Und wenn wir die Sachen einfach mal kombinieren? Die roten Bröckchen im Taschentuch waren vielleicht ein Hinweis darauf, dass Lilly medizinische Hilfe brauchte. Ja, dann... Will er das wiederhaben? Behalte das ruhig. Du hast es bitter nötig. Also ist sie immer noch krank und müsste es eigentlich zu sich nehmen. Das Einzige, was wir aber trinken können, ist der Kaffee. Also irgendwie... Finger weg! Die sind nicht... Gehst du mit mir, Gassi? Ja. Vielleicht ihm das irgendwie geben? Was soll das doch... Also ich... Also doch. Sag mal, spinnst du denn? Bei dieser Kälte kann man sich schnell eine Erkältung einhandeln. Was nicht heißt, dass ich krank wäre. Und dieses alkoholische Teufelszeug brauche ich. Erst recht nicht. Okay, gut. Die Flasche sollte hier rein, damit wir einen Flaschengeist heraufbeschwören. Bitte schön, Taschentuch. Oh, danke. Ah, was ist das? Schnell, die Medizin. So. Endlich. Lecker. So schön, so schön. Der Flaschengeist hatte seine eigene Regel gebrochen. Offenbar war es in gewissen Situationen durchaus mal erlaubt, sich einen Schluck zu genehmigen. Ja, prima. Was tust du denn da? Och, nö. Jawohl, also... Wir dürfen jetzt Alkohol saufen. Yeah. Sehr schön. Widersprechen, Feuer, Alkohol, Drogen, Rauchen, alles was geht für Lilly. Und damit dürfen wir dann auch den Vulcano trinken, ne? Den Vulcano Berserker. Wo ist es denn? Erwachsenen widersprechen, Alkohol trinken. Wuhu!
Und da freut sich doch der Barkeeper, oder? Oder? Was ist? Stimmt irgendetwas mit deinem Drink nicht? Alles in Ordnung. Was hast du denn? Der schmeckt doch bestens. Und dieses Brodeln in der Lunge. Oh. Wagga, wagga, wagga! Oh Gott. Ein Volcano, Berserker. Und das macht ihn anscheinend auch ziemlich vulkanorig. Berserker-mäßig. Okay, Faustmulde. Können wir da... Der Barmann hatte bereits eine beachtliche Delle in den Tisch gehauen. Dürfen wir jetzt Anzeige erstatten oder sollen wir hier die Sammeldose vielleicht? Jawoll! Und jetzt haben wir auch Geld. Das klappt ja hier super. Ja, so läuft das also. Und dann nehmen wir die Münzen, packen die hier rein. Wie geschmiert. Und was bekommen wir? Flunder. Was ist denn das jetzt? Lilly war platt. Eine Flunder. Geil. Okay. So. Wollte die jetzt da hinten, was wollten wir noch auf dem Friedhof jetzt irgendwas hier bei ihr? Wollte die jetzt was noch haben oder können wir noch mal mit ihr reden? Warte, ich habe hier noch einige Seancen abzuwickeln. Ach. Wer will denn als erstes an die Reihe? Max Mixo? Oh, das hätte ich mir denken können. Okay, dann haben wir das gemacht. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zur Polizei. Jetzt können wir ja auch diesen Test mal machen und der wird ja wohl dann anschlagen. Ah. Das findet er wahrscheinlich gar nicht gut. Was ist denn das? Du bist ja voll wie eine Haubitze. Los, ab in die Ausnüchterungszelle mit dir. Ah. Und damit kriegen wir unsere Karte wieder. Cool. Ich hoffe... Das ist ja eine Lehre. In deinem Alter schon zur Flasche greifen. Z, z, z. Und da war sie nun endlich. Die Karte. Lilly war gespannt. Ein Hamster. Das war also das Geheimnis hinter der flüchtenden Karte gewesen. Vielleicht hatte Lilly endlich einen neuen Freund gefunden. Vielleicht war aber auch alles wie immer. Auf jeden Fall haben wir unsere Karte jetzt wieder und das ist ziemlich gut, dass wir das alles hier in diesem Part geschafft haben. Leute, wir sehen uns im nächsten Part von HWs Neue Augen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.